Hallo, ihr Daxer mit Alice, Madness Returns, der 12. Folge. Ich würde sagen, ich mache dann da noch die eine Folge durch. Ja, und dann, schauen wir mal. Also ich gucke jetzt vor allem erstmal, wie es so mit der Aufnahme so ist. Das war nicht so schlau. Mal jetzt wieder ganz von vorne. Nein. Okay, jetzt aber. Nein! Cool, das ist... Hallo, können wir jetzt endlich mal? Okay, das Wasser ist so eiskalt, dass es nicht so gut funktioniert. Nein! Okay. Gut, jetzt habe ich es endlich richtig gemacht. Der hat mal wieder das Steckenpferd, das werden wir es nicht nochmal wiederholen. Come on! Tim, 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 tim. Genau, mein. Hallo? Nimm's auf. Gut. Aber erklärt. Na, da haben wir wieder den Eissnack. Eissnack? Eissnack! Ich cutte. So. Holen wir uns das Steckenpferd wieder. Schade, dass man hier nicht einfach speichern kann. Das wäre sinnvoll gewesen. Okay, das kann ich jetzt überspringen. Ja, alles klar. Alles klar. Nächsten. Okay, und nochmal. Ich hab dir jetzt leider nicht mehr einen Blick gehabt. Yes! Nein! Geht's weiter. Oh, diesmal stelle ich mich hoffentlich nicht so gut daran. So, jetzt kann ich das erst recht mitnehmen. Und nochmal. Okay, so kann es klappen. Aber mehreren wird es natürlich ein bisschen schwierig. Gut, so wollte ich das jetzt eigentlich nicht schaffen, aber ich habe es geschafft. Vergiss nicht, deine Ziele im Waffenmenü auszugeben. Wieso? Habe ich doch noch. Viel zu viel. So, kann ich noch auf AOT? Ja. Oh, oh, oh. Na, sieh mal einer an. Okay, mehr ist jetzt auch nicht, aber gut zu wissen. Ah, schon wieder ein Mini-Rockler. Aber wenn es nicht großartig sich verändert, dann nehme ich natürlich auch noch andere Sachen mit. Oh, was haben wir hier? Okay. Hier ist ja ganz viel.
Ich höre aber sie es einfach nicht. Oh. Bitte lass mich. Genau, hier wird ja wieder. Okay. Oder hier unten irgendwo? Ach hier. Da muss ich es aber eigentlich da. Bam, schaffen. Okay. Machen wir das mal. Schlechte Nachrichten. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschenleben. Huh. Okay, da komme ich nicht hin. So, hier muss ich definitiv nicht weiter. Hier muss ich aber weiter. Okay. Ist das noch was? Nee. Mama, ich muss mal kurz was ausprobieren. Ich habe mich hier gerade abgeschaltet. Wo ich glaube, dass da gerade etwas ist, was mir dann jetzt fehlt. Ah ja, nee, das will ich drin behalten. Würde ich gerne. Okay, und hier. Was zur Hölle sind das für Speicherung? Okay, warte mal, wo war das? Ich muss erstmal hoch und dann hier rüber. Okay, das. Hier kann man nochmal. Ja, sorry, das nehme ich noch mal alles mit. Ist ja nicht viel. Jetzt wir wissen, wo es ist. Es geht sehr schneller. Und noch ja mal hier hin. Schlechte Nachrichten. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschenleben. Okay. Setten wir hier nochmal hoch. Die Sonne sah auch schon bessere Tage. Okay. Dann kümmern wir uns mal zuallererst um den hier. Willst du mich verarschen?
So. Aber hier noch mehr. So, ich kümmere mich um die Piranha-Viecher nur, wenn sie wirklich richtig nerven. Also in der Nähe sind. Erstmal hier in die Nähe kommen und. So, den hätten wir. Jetzt machen wir den. Und nochmal. Will ich mitnehmen, mein Freund. Nein, nein, was machst du denn? Ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik, dass man erst in das Steckenpferd und dann direkt dahinter die schnellen Angriffe nutzt. So, ich mache mal einen ganz kurzen Cut. Und jetzt müssen wir auch ganz oft gucken, ob nicht irgendwo immer Möglichkeiten sind, sowas zu holen. Ich glaube, wir kommen auch so irgendwie dahin. Oder hätte ich darüber hüpfen müssen? Oh, da müsste ich erstmal hin. Das war auch wieder versteckt. Einigermaßen. Wenn man genauer hingeguckt hätte, hätte es auch geklappt. Gott, wo kommen wir hier hin? Oh. Oh je. Es kommt dann später noch eine Sache, die wird viel interessanter. Also eine Folge mache ich definitiv dann noch. Vielleicht noch zwei. Mal schauen. Oh, was haben wir hier? Fritz Withless konnte bisher noch jede Gin-Flasche in einer Stunde leeren. Würde für ein paar Pence und einen ordentlichen Schluck blaues Wunder fast alles tun. Oh Mann. Wenn man nichts anderes zu tun hat. Oh, schade. Schade, dass man da nicht rauf kann. Naja, dann kommen wir jetzt weiter. Oh, noch ein Steckenpferd. Ich nehme erstmal das hier auf. Oh, hier gibt es so viele Wege. Ich nehme erstmal das hier. Eine Flasche, hey. Cool. Okay, hier ist wahrscheinlich nichts weiter. Okay. Dann öffne ich hier jetzt die Tür. Okay, wo auch immer wir jetzt hier sind. Erstmal das Auto wieder. Ah ja, hier kommen wir auch noch hin. Gut, nehmen wir erstmal das hier auf. Nein, das ist doch nicht wahr! Da war ich froh, wieder ein bisschen Leben zu haben. Ah, toll. Und dann sowas. Okay, Zähne. Oh, da haben wir nochmal Zähne. Von hier aus kann man es sehen. Da oben. Nee. Nee, das ist eine Flasche. Hä? Ich muss ehrlich sagen, ich sehe jetzt auch immer weniger. Moment mal, ich muss mal ganz. Also, das werdet ihr nicht mitbekommen. Ich schneide hier mal ganz kurz was raus. Okay, ich sehe wieder was. Ich muss mir denken, es schien hier jetzt so die Sonne rein, dass ich überhaupt nichts mehr sah. So. Aber hier.
Ist nichts. Ah ja, jetzt erkenne ich es auch wieder ein bisschen besser. Aber ich denke mal, da oben, dort oben drauf wird es sein. Und da wird hier das Ding erstmal angehen. Hä? Was? Nein! Mann. Okay, warte mal, lass mich mal extra fallen. Oh Gott, was da für Wege sind. Ich nehme natürlich die Wege, wo ich das meiste rausholen kann. Okay. Also ich weiß nicht, ob es okay ist, aber ich glaube, ich habe jetzt eine Menge verpasst. Ob das jetzt so gut war, ich weiß nicht. Okay, dann, ich muss anscheinend da lang. Oh Mann, ich habe jetzt mindestens ein Geheimnis verpasst. Was habt ihr jetzt? Na gut, auf ein neues. Warum auch nicht? Ich hab 100.000 Mal auf Asphalt gedrückt. Mann! Entschuldigung. So, ich hoffe mal. Oh nein, das ist ja besperrt. Ich komme jetzt also einfach nicht so raus. Also nicht einfach so raus. Ich muss die hier wirklich erledigen. Dann war ich erstmal. Nein! Nein! Oh Mann. Okay, gegen den alleine komme ich ja klar, aber... Come on. Mach dein Ding. Na? Sowas macht kein Schiff. Näher ran. Nein! Okay, es ist sehr, sehr gefährlich. Aber nicht unmöglich. Oh
Oh Mann. Und? Okay, aber ihn. Nein! Jetzt? Nein! Scheißtricks. So, jetzt muss ich mich nur noch um ihn kümmern. Oh, God.
jetzt lieber auf Sicherheit. Oh Gott. Überhitzt, überhitzt, überhitzt. Hallo. Okay, nur noch einmal. Come on. Nein! Och Mann. Puh. Glück, was wir haben. Okay, ich will mich nicht beschweren. Irgendwie habe ich das System ausgetrickst. Ich halte ihn jetzt irgendwie so im Auge und versuche ihn lieber so von hier aus zu erledigen, weil ich sonst dort hinten wieder in der Kante feststecke und das will ich nicht. Puh.
Meine Fresse, das war jetzt eine uralt wollte ich gerade sagen. Eine unglaublich lange Folge. Meine Fresse. Okay. Krasse Sache. Hier sind wir richtig. Das ist die nächste Sache, die uns richtig viel helfen wird. Wenn wir es richtig machen. Oh Gott, hier haben wir sogar gleich ein Fläschchen. Yay! Sonst ist hier nichts weiter? Nee, das ist hier nichts weiter. Okay. Das ist einer der besten Stellen, die wir bekommen können. Denn hier... Habt ihr euch bestimmt schon gefragt, was hat es mit dem Rose auf sich? Das hier hat damit was zu tun. Let's go. Ah ja, Upgrade. Machen wir dann noch. Oh Alice, ribbel mir das Rätsel auf. Was? Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Beide sind grausam, beide sind wahllos und zerstörerisch, beide sind gewaltig. Das ist alles nur... Meinte es Tonner nicht so, wahllos und zerstörerisch, würde ich meinen. Spielst du jetzt die Unterbelichtete? Am Tage stopft man ihnen das Maul, nachts stehen sie vom Bett und gehen faul. Oh Gott, ich bin bei so einem Quatsch echt nicht gut. Kinder, Sorgen. Das war... Ja, Kinder. Spielst du jetzt die Sorgen? Unterbelichtete? Das kommt immer auf die Perspektive mach ich warm, heißes mach ich kalt. Reich hat mich und arm. Wer lang mich hat, wird alt. Besten. Wer bin ich? Was mache ich warm, heißes mache ich kalt, reich hat mich und arm. Wer lang mich hat, wird alt. Ich. Okay, Atem, alles klar. Du erstaunst mich immer wieder. Kann man da überhaupt was falsch machen? Rosenhaube einsammeln, ja bitte. Sonst kann man hier, glaube ich, auch nichts weiter aufnehmen, außer das. Aber es gibt noch andere, etwas anderes, was besser ist als diese komischen Rätsel. Naja, darauf wollte ich jedenfalls nicht hinaus und mal erstmal das hier. Ah, hier kommen wir jetzt hin. Das ist nicht das, was ich meinte. Also das gibt es zwar auch, aber es gibt noch eine zweite Sache. Hier. Das werden wir aber dann noch sehen. Noch höre ich keinen. Ich gehe erstmal hier rüber. Ah, da. Sieh mal einer an. Nichts weiter. Ah, aber hier können wir dann rein. Was bekommen wir denn hier? Ah, Zeug. Also sage ich zu Dr. Bambi, Dr. Bambi. Ich mein, Modellbau ist ja gut und schön, aber Verschwendung von einer richtig guten Buddel. Da passt Gin für mindestens 3 Pence rein. Ach. Man muss aber auch nicht unbedingt die Flasche nehmen, oder? Also, ja, keine Ahnung. Okay, dann einfach darüber, würde ich meinen. Und wieder hier rüber. Und dann können wir auch hier rauf. Sehr schön. Hätten wir dies zumindest.
Ah. Ja, das ist die Kombination, die am besten ist. Mit einem Steckenpferd drauf, dann mit der Schnellkommando hinter einem Schnellangriff mit einer Vorpeilklinge hinterher. Und ja. Nur so als Frage, was ist jetzt der Hauptweg? So, oder so, ich nehme erstmal Leben auf. Ich glaube, das hier sind so verborgene Wege, daher gehe ich erstmal den. Oh. Die Zeit ist dann aber auch schon um. Ich würde sagen, das ist erstmal die vorletzte Folge. Eine Folge mache ich auf jeden Fall noch, weil mich die Stelle jetzt richtig eingekotzt hat. Okay. Gut, dies war es erstmal von der 12. Folge von Alice Madness Returns. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Euer Darksaber. Bis dann.